Eine Sugar Shack oder Cabana Sucre ist eine Art Ahornfarm. Hier wird der Nektar aus den Ahornbäumen gewonnen und zu Sirup verarbeitet. Für die Ernte muss die Temperatur über 0 Grad Celsius steigen und das passiert hier normalerweise im März oder April. Daraus hat sich eine Tradition entwickelt. In dieser Jahreszeit fahren viele Menschen in eine Sugar Shack und verbringen dort den Tag mit Essen und lustigen Aktivitäten. Als erstes muss man natürlich ein bisschen aus der Stadt rausfahren. Da es eine ziemlich beliebte Tradition ist, mussten wir eine ganze Weile in der Schlange anstehen. Aber bei schönstem Sonnenschein stört das überhaupt nicht. Drinnen wird man dann in einen großen Raum geführt und bekommt ein Drei-Gänge-Menü serviert. Es gab Erbsensuppe, Würstchen, Rührei, Schinken, Bohnen, Zuckerkuchen, Eis und noch viel, viel mehr. Und so gut wie alles schwimmt in Ahornsirup, ja, auch die Würstchen. Spätestens beim dritten Gang sorgt der Zuckerschock dann dafür, dass man so ein Gesicht macht. Draußen haben wir uns kurz angeguckt, wie der Nektar aus den Bäumen gezapft wird. Und dann gab es Tire sur Neige oder Maple Taffy. Dafür wird warmer Ahornsirup auf frischen Schnee gekippt, wo man ihn dann mit einem Hölzchen aufwickelt. Erika erklärt nochmal, worauf es ankommt. The snow inside. Okay. It's crunchy. But you lick it or you bite it? Both. Okay. You have to boil it. And then with fresh snow. And then you pour it on it. And it makes this. We're gonna have sticky fingers after. Sugar Shack hatte auch eine Puppenausstellung und ein Puppentheater, wo Grand Papa Yaya zum Abschluss mit den Kindern singt. La terre sous la neige blanche a dormi pendant de longs mois. Allez, tu peux ronfler avec moi, là. Surtout les papas, on sait que vous ronflez. Hein? La sève monte dans les branches. Allez, fais comme moi, on monte la sève. Un frisson réveille les bois. On frappe des mains. Dans les séraphinières sont montées plus aux champs. La joyeuse clairière retentit de leur chant. Ah, allez, chante avec moi, s'il te plaît. Ah.